Erfahrung aus der Bankenkrise. Da gibt es ein paar Regeln. Suchen Sie sich Schuldige. Die faulen, korrupten Griechen zum Beispiel oder auch sehr beliebt die gierigen Spekulanten. Wichtig ist, schuld sind immer die anderen. Betonen Sie das bei jeder Gelegenheit. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, Sie nach der Verantwortung zu fragen. Schon wieder wird hier im Bundestag über viel Geld entschieden. Sehr viel Geld. Milliarden für Griechenland. Jetzt müssen Sündenböcke her. Wer sind denn die Hauptschuldigen an der Griechenland-Krise? Es ist eindeutig so, dass die Griechen über Jahrzehnte hinweg mehr Geld ausgegeben haben, als was sie eigentlich verdient haben. Und dass auf der anderen Seite eine Spekulationssituation eingetreten ist. Hauptverantwortlich mit ist natürlich ein Kapitalmarkt und ein Finanzmarkt, der auf den Bankrott von Staaten wettet. Auch Zocker und Spekulanten, die in den letzten Wochen Griechenland in die Knie gezwungen haben. Die Spekulanten, die jetzt an der Krise noch verdienen wollen. Klar, die Spekulanten haben die Griechenland-Krise verschärft. Doch verursacht hat sie die Politik. Inge Grässle sitzt im EU-Haushaltskontrollausschuss. Sie muss es wissen. Die Schuld den Spekulanten zu geben, für sie nur eine Ausrede. Wenn man jetzt sagt, dass sie daran schuld sind, an der ganzen Situation, dann glaube ich, hat man die letzten 10 Jahre und die Untätigkeit der letzten 10 Jahre wirklich ausgeblendet. Und man hat auch die ganzen Probleme ausgeblendet, die man in Griechenland wirklich vor sich hin hat verrotten lassen. Fast 10 Jahre Politikversagen. 2001, Griechenland bekommt den Euro. Griechenland wird Mitglied der Währungsunion. Wenig später wird dort pompös der Euro eingeführt. Und damit beginnt die griechische Tragödie. Von Anfang an drücken die Politiker die Augen zu. Griechenlands Schulden sind ganz offiziell zu hoch, verletzen alle Regeln, sodass führende Banker damals von einer Aufnahme abraten. Weil Griechenland die Voraussetzungen des Maastricht-Vertrages eindeutig nicht erfüllte. Griechenland hatte 105% Staatsverschuldung, der Maastricht-Vertrag erlaubt nur 60% und auch das Kriterium einer niedrigen Inflationsrate war nicht eingehalten. Aber entgegen dem Rat mancher Fachleute haben die Regierungen damals die Aufnahme Griechenlands beschlossen. Und sogar griechische Politiker prangern 2001 öffentlich die kreative Buchführung ihres Landes an. Ihre eindringliche Warnung, Griechenland vertusche seine tatsächliche Staatsschuld. Aber nichts passiert. Der Grund? Kanzler Schröder und Frankreichs Staatschef Chirac machen selber zu viel Schulden und versuchen immer wieder den Euro-Stabilitätspakt aufzuweichen. Es geht nicht darum, den Pakt zu verändern. Es geht darum zu schauen, wie man den Pakt vorübergehend lockern kann. Dass von der ursprünglichen Richtlinie jedenfalls die Dinge nicht übrig bleiben, die die Menschen in unseren Ländern besonders betreffen und die sie auch in Angst und Schrecken versetzen, das darf man ja nicht übersehen dabei. Die Schröder-Regierung hat den großen Fehler gemacht, dass sie die Tür aufgemacht hat für die anderen, die dann massiv reingedrückt haben. Es war so viel bequemer für Schröder, in die Verschuldung zu gehen, statt einen Sparkurs zu fahren, den Maastricht-Vertrag einzuhalten. Und das war das große Einfallstor für alle anderen. Das war die globale Einladung für alle, gegen den Maastricht-Vertrag zu verstoßen, weil klar war, da passiert ja nichts. Und genau so war es. Von Schröder dazu kein Interview für Panorama. 2004, Griechenlands Fälschungen werden amtlich. Nach einem Regierungswechsel gesteht Griechenland zum ersten Mal ganz offiziell den Schuldenschummel. Griechenland hatte der EU nach Angaben der europäischen Behörden jahrelang ein falsches Bild der wirtschaftlichen Lage präsentiert. Die Defizitobergrenze von 3% beim Euro-Stabilitätspakt war demnach mehrfach überschritten worden. Jahrelang falsche Zahlen. Spätestens jetzt konnte es jeder wissen. Doch manch ein Politiker kann sich heute offenbar nicht mehr dran erinnern. Damals hat keiner von uns gewusst, egal welche Farbe die Regierung hat, dass die griechischen Daten nicht stimmen. Man muss davon ausgehen, dass diese Zahlen, die geliefert worden sind, auch so stimmen. In einer Familie herrscht natürlich das Grundprinzip Vertrauen. Und ich betrachte die europäische Familie als eine Familie. Vertrauen? Obwohl die griechischen Zahlen ganz offensichtlich immer wieder frisiert sind? Doch statt Strafen zu fordern, wettert Finanzminister Eichel lieber gegen die Brüsseler Bürokraten und das 3%-Kriterium.
Das Defizitkriterium kann unter bestimmten Bedingungen und muss nicht unter allen Bedingungen eingehalten werden. Das hängt von der wirtschaftlichen Lage ab. Die Finanzminister haben nichts unternommen, weil halt eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Das ist der große Schwachpunkt. Inzwischen verstoßen 14 von 16 Euro-Ländern gegen den Stabilitätspakt. Wer soll es denn durchsetzen? Und jeder weiß, wenn ich drauf bestehe, bin ich als Nächster dran. Krise sozusagen ist durch die Mechanismen der Finanzkrise verstärkt worden, jetzt aber in den letzten Wochen, Monaten. Die Griechenland-Krise oder die Euro-Krise war lange vorher abzusehen und hätte man längst angehen können. Man hätte sie nicht in diesen Schock der Finanzkrise hineinlaufen lassen müssen und erst unter diesem Schock jetzt Notmaßnahmen ergreifen müssen. Hier sehe ich ein ganz klares Versagen der Politiker. Gern hätten wir mit ihm über Griechenland gesprochen, doch dazu kein Interview für Panorama. 2010, die Katastrophe, Griechenland ist fast pleite. Jetzt wird es vermutlich richtig teuer, auch für Deutschland. Doch wer ist verantwortlich für das Desaster? Auf jeden Fall nicht die deutsche Politik, behaupten hier viele Abgeordnete, gebetsmühlenartig. Ist die deutsche Politik auch schuld? Das sehe ich primär nicht. Wir haben immer auf größere Stabilität in der Europäischen Union gedrängt. Und dass das richtig war, zeigt sich jetzt. Deutschland hat immer wieder vor und hinter den Kulissen darauf gedrungen, dass die Griechen die Karten offenlegen. Ich würde doch noch sagen, dass 100-1 hinsichtlich der Verantwortung eindeutig zu Ungunsten der Finanzmärkte ausgeht und nicht zu Ungunsten der Regierungen.